Die letzte Übung von Alexandra Timoschenko, der Weltmeisterin von 1989 im Vierkampf, ihre Übung mit dem Band. Sie muss nur durchturnen, dann hat sie gewonnen. Übung auf dem Thema von Michael Jackson, ganz modern. Na. Und? Sieht man aber ganz selten. Wie viel Abzug? Ein Zehntel. Ein Zehntel? Ja. Dann kann sie immer noch gewinnen. Eine 9,6 braucht sie, um Mila Marinova aus Bulgarien zu übertreffen. Na, sie ist so souverän. Da müsste wirklich auf der Fläche stürzen oder irgendwas. Wunderschöner Halteteil. Toll. Mit dem Fuß gestoppt. Also trotz des kleinen Fehlers. Ja, ich denke schon. Eine 9,6 gibt es in jedem Fall für Alexandra Timoschenko, die damit diesen Wettkampf in Karlsruhe gewonnen hat vor Mila Marinova aus Bulgarien und Oksana Skaldina aus der Sowjetunion.